Hi Leute und willkommen bei Dwarn to Dead. Bevor wir uns in den Multiplayer wagen, gehen wir erstmal in das Training rein. Das wäre hier unten, weil es hier eine super süße Miezekatze als Endgegner gibt. Und man wird die ganze Zeit beleidigt, ja. Was hier nun mal an der Tagesordnung ist, sozusagen. Gut, das lädt jetzt hier erstmal ein paar Sekunden, also hatte es vorgehabt, bereits letzte Woche aufzunehmen, war allerdings ein paar Tage unterwegs in Bayern auf der PSX 2017. Dazu gibt es ja auch ein paar Videos auf meinem Kanal. So, was haben wir denn hier? Blablabla, willkommen zurück zum Training, Idiot. Ja, danke. So. Und wir sind da. Wieso wird da jetzt angezeigt, Vollidiot? Danke sehr. Das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Wenn du eine generelle Abneigung gegen das Lernen hast, wähle in der Optionenanzeige den Eintrag Training beenden. Okay. Was haben wir denn hier? Du willst viele Tipps... Na, dann drücke die Optionstaste, Vollidiot. Ja, danke. Ja, X. Oh, wundervoll. Was ein Naturtalent. Versuchen wir jetzt etwas wirklich Schwieriges. Drücke für den Doppel... Oh, zweimal, ja. Meine Güte, habe ich hier ein verdammtes Genie. Ja. Das war nur ein Witz, ja. Hier. So, also, mit Dreieck gedrückt halten, kann man eine Waffe aufheben und dann wiederum mit Dreieck kann man die Waffen wechseln. Ganz, ganz einfach. Also ja, dieses Training ist für absolute Vollidioten sozusagen. Drücke R1, um Granaten zu werfen. Gerne doch. Trifft die Granate? Oh. Upsala. Jetzt aber, oder? Ich hab's ja getroffen. Hallo? Nochmal? Lauf, du Idiot, lauf! Hatte ja die Alpha bereits letzten Sommer mal ausprobiert. Allerdings waren die Server da sowas von leer. Hatte da nur ein oder zwei Runden gefunden, wo da überhaupt jemand da war. So, Moment, was wird hier angezeigt? Bereit zum Nachladen? Bis sag einfach das Wort Nachladen. Figo, Moment, da ist eine Katze hier an meinem Aufnahmegerät. Figo, weg vom Kabel. Hallo. Es hört einfach niemand auf mein Kommando, ne? Also Nachladen. Bitte sag Nachladen. Nachladen, hallo. Nachladen, Figo, geh weg vom Kabel, bitte. Ja, genau, die Katze ist zu laut, weil die gerade hier rumläuft und beinahe alles umwirft. Okay, wir probieren es erneut. Bitte sag nachladen, ja. Nachladen, hallo. Bitte, bitte nachladen. Mayday, Mayday, nachladen. Ach, reingelegt. Ach, wie blöd von dir, so laut zu rufen und niemanden interessiert's. Niemand hört zu. Genau wie in deiner Kindheit, oder? Ja, sehr, sehr nett. Gut. Wir haben ja noch alle Patronen, also wofür nachladen. So, wen haben wir denn hier? Erstmal machen wir das mal mit der Waffe hier. So, gute Nacht. Was sind das denn für Elfen da oben? Und das hier ist auch sehr, sehr blutig, ja. Obwohl es ja für Plus-Mitglieder ist. Also normalerweise alles, was für Plus-Mitglieder ist, darf niemals ab 18 sein. Ist das hier ab 18? Glaube kaum. Ist das ab 12 oder so? Glaube auch kaum. Beim Aufheben einer Waffe wird die andere... Ja, das ist mir klar. So, dann nehmen wir die mal. War das die Waffe hier, oder? Nee. Moment, ich muss die hier nochmal aufheben. Und dann... Hä? Hä? Ja, wie? Verkehrte Waffe. Moment mal. Ach, die hier für diese Seite, ne? Genau, und jetzt brauchen wir... Die Waffe hier, oder? Ich hab doch eben... Ja, jetzt funktioniert es, oder wie?
So, also bleiben wir bei den Waffen hier. Jetzt müssen wir nochmal die hier auswählen. So, gute Nacht. Puh! Bye! War das ein Wecker mit einer Bombe dran? Brauche auf jeden Fall auch einen Wecker mit einer Bombe dran, weil hab keinen Bock, immer wach zu werden vom Wecker. Also bei mir laufen ja eh immer am Morgen 3 Wecker. Was haben wir denn hier? Drücke Optionstaste, ja. Wenn wir hier auf Beenden gehen, werden wir noch mehr beleidigt. Nein. Also hier rüber. Mäh, Sauerbraten. Hä? Okay. Zwei Augen, die ganz woanders sind. Einige Aktionen wie Punk-Salto lernen deinen Ausdauerbalken. Okay. Probier's mal aus. Okay, gut. Wofür brauchen wir Ausdauer? Wir haben doch genug Ausdauer, oder? Oh, die hat aber so tolle Augen. Könnte man jetzt sagen. Aber was für Augen sind denn damit gemeint? So, also X, dann rüber, dann L1. Okay, das probieren wir jetzt mal aus. Oh, du bist tot. Er ist traurig. Aber okay. Ah, okay. Kommt hier ein neuer Gegner oder so? Ach nee, wir müssen weiter rüber. Okay. Nein! Also das passiert mir jetzt gerade zum ersten Mal. Ja, sollte auf jeden Fall mit Anlauf... mit Anlauf hier rüber. Was ist das denn hier? Ah, genau. Hier kommt jetzt Miau, Miau, Miau. Miau? Macht dich alle mau. Kalt zu machen ist toll. Miau. PS, Miau heißt bei mir Chip. Miau, Miau, Miau. Miau, Miau, Miau. Sollen wir die Katze töten? Nein, oder? Die ist doch so süß. Nein, wohin mit dir? Kann man das oh, hey! Katzenfutter! Die wird auf jeden Fall wiederkommen. Ich wollte das lesen da hinten, hey! Oh, jeder Charakter verfügt über 2 einzigartige Spezialangriffe. Wollen wir dann mal einen deiner Spezialangriffe üben, du Blödmann? Ja, okay. Drücke Kreis, bla bla bla. Okay. Können wir hier hoch? Hier rüber? Activated! Hier ist sogar kein Gegner. Ah, jetzt kommt einer, oder? Ach, halt doch die Fresse. Die große Hand hat mir aufgetragen, die neuen Kämpfer zu trainieren. Er kann also so viel erfinden, wie er will. Okay. Penner? Was für Penner? Activated. Na, das war ja einfach. Also hätte es auch sehr gerne bereits letzte Woche aufgenommen, aber... war halt zu dem Zeitpunkt, wo es rauskam, gerade unterwegs zum Flughafen sozusagen. Und klar, hätte auch irgendwie ja meine PS4 mitnehmen können, oder? So ins Flugzeug, dann noch mit der Haupauge das aufnehmen können. Aber das wäre ein bisschen zu kompliziert gewesen. So, was nun? Ich glaube, wir müssen nach oben, so wie es aussieht. Blum.
Das Training vorzeitig zu beenden? Nein, nein, nein. Ja, wir bringen auf jeden Fall das Training zu Ende. Teste deine Fähigkeiten oder zieh Leine. Okay, wir ziehen Leine. Gute Nacht. Voll in die Fresse. Okay. Gerne doch. Wie der aussieht. Du hast es drauf, Alter. Ja, okay. Reden die Leute heutzutage so? Was nun? Krabbeltiere! Hilfe! Mayday! Also in der Luft L1 gedrückt halten. Und dann loslassen. Okay, das ist ja sehr, sehr einfach. Ich werde das auf jeden Fall nachher mal im Multiplayer ausprobieren. Gucken, wie gut man damit die Gegner umbringen kann. Okay, ab nach oben. Hier entlang. Hui. Ich finde es auch so gut, dass hier alles sozusagen von Hand gemalt wurde, sozusagen. Klar, es gibt auch ein paar Sachen, die hier per Copy and Paste reinkopiert wurden. Was haben wir denn hier? Oh! Die Miezekatze ist wieder da. Kommst du da etwa raus? Oh, verdammt. Haha, du willst also ein paar Tritte in den Hintern? Na, das passt doch wunderbar. Also das hier ist auf jeden Fall nichts für Kinder. Okay, wie bringen wir den um? Wie bringen wir den um? Haben wir noch einen anderen Angriff? Nein. Oh, das war too late. Dann eben hiermit. Ist ja die Minigun, so wie es aussieht. Ja, genau, das ist die Minigun. Oh, ich muss nachladen. Nein, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Boah, ist die Katze blöd. Gute Nacht. Oh, wie süß. Hey, du hast meinen Papa umgebracht. Oh, Mann. Wie traurig. Oh, nein. R2 drücken, um die Hölle zu rocken. Alles klar. Headbanger. Genau, das ist der andere Spezialangriff sozusagen. Dafür müssen wir auf jeden Fall in der Nähe sein. Ja, das funktioniert doch sehr gut. Komm zurück, komm zurück. Mau, mau, mau. Juhu. War's das mit dem Training? Verdammt, hau ab. Ja, vielen Dank, Idiot. Idiot, Idiot, Idiot. Man wird hier die ganze Zeit beleidigt. Aber das hier ist so ein Tutorial, was mir sehr, sehr gut gefällt. Weil normalerweise wird das ja immer zu ernst genommen. Also wie bei Call of Duty. Gibt es da überhaupt noch ein Tutorial? Naja, auf jeden Fall bei ganz vielen AAA-Games gibt es ja immer so ganz langweilige Tutorials. Drücke R2 zum Feuern, drücke L2 zum Zielen, so als ob man total verblödet wäre. Und hier bei Dawn to Dead wird man halt damit total auf den Arm genommen. Gut, also machen wir jetzt das andere. Oder wir gehen in den Multiplayer.